Jede dritte Frau wird Opfer von Gewalt. Mit dem Orange Day am 25. November wird international auf dieses Problem aufmerksam gemacht. Ja, ich freue mich, dass wir heute am 25. November zum Internationalen Tag gegen häusliche Gewalt an Frauen und Kindern und Mädchen hier ein Zeichen setzen, auch in der Farbe Orange. Seit 2008 wird ja auch dieser Tag Orange Day genannt. Und was mich besonders freut, ist, dass es ganz viele weitere Aktionen bei uns im Landkreis gibt, wie so Optimistinnen in Bad Wildungen und auch hier in Korbach machen verschiedene Aktionen. Auch die Stadt Frankenberg leuchtet das Steinhaus in Orange. Und ich denke, das ist ganz wichtig, dass man also auch gerade in so einer dunklen Jahreszeit Farbe bekennt und die Menschen auch immer wieder mit diesem Thema sozusagen konfrontiert. Weil es ist einfach ein Thema, was leider viel zu wenig, über das viel zu wenig gesprochen wird. Und ich bin jetzt seit 12 Jahren in dieser Funktion und ein Hauptthema ist halt für mich der Bereich häusliche Gewalt. Und ich habe das wirklich auch durch die verschiedenen Aktionen, die wir auch besonders durch den Runden Tisch machen, gesehen, wie sich aber auch ja, die Bereitschaft, sich mit dem Thema zu beschäftigen, ein Stück weit verändert hat. Aber, und das soll ja hier auch zeigen, jede dritte Frau, wenn man sich das mal vorstellt oder wenn man mal in einem Bus sitzt und dann mal durchzählt, 1, 2, 3, das ist schon wirklich eine massive Zahl, ja, die da von Gewalt betroffen ist. Und man weiß also auch nur, dass eine ganz geringe Zahl von Menschen, die Gewalt erleben, die es auch öffentlich machen. Die Dunkelziffer ist da ganz, ganz groß. Und deshalb bin ich auch froh, dass es dieses Hilfetelefon gibt, auf das wir ja jetzt hier auch mit dieser Aktion auch nochmal hinweisen. Denn das ist eine ganz niederschwellige Möglichkeit für Frauen ja, sich Hilfe zu holen. Und dieses Hilfetelefon, und das sieht man halt auch an den Zahlen, wird auch immer mehr genutzt. Und die Möglichkeit des Hilfetelefons ist einfach, dass die in, ich glaube, über 20 verschiedenen Sprachen halt auch beraten. Und das alles in allem finde ich einen ganz wichtigen Puzzle oder Baustein in der Gewaltprävention. Natürlich haben wir auch vom Runden Tisch, sind wir sehr gut vernetzt. Wir haben fast 29 Institutionen und der Runde Tisch gegen häusliche Gewalt trifft sich im Normalfall 6-mal im Jahr. Und da sind also alle Berufsgruppen, die in irgendeiner Art und Weise mit Gewalt zu tun haben, vertreten, von der Polizei bis zur Staatsanwaltschaft, Richter, Familienrichter. Und wir versuchen einfach durch diese Vernetzung, und jeder bringt dann auch immer so einen gewissen Teil aus seiner Erfahrung oder aus seinen Fragen mit rein, die man dann halt auch entsprechend diskutieren kann. Und es ist natürlich eine sehr große Hilfe und eine sehr große Unterstützung.